Servus und herzlich willkommen. Ich habe was gefunden. Ich muss euch das zeigen. Vielleicht kennt ihr es schon. Ist ein Mod für iOS 2. Das Ding macht so Laune. Guckt mal. Und schaut euch das an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie man das Auto, den Namen überhaupt ausspricht. Radical, keine Ahnung. Das Ding geht ab wie die Feuerwehr. Wir haben kaum Gewicht. Es hat einen unheimlichen Grip. Und ich dachte mir, als ich das Auto jetzt kurz getestet habe, ich muss unbedingt hier mal ein Video schnell machen. Auf England, Oldham Park. Ich finde die Strecke für so ein Auto, was so klein und schnuckelig ist und Power hat, finde ich Oldham Park mega. Und ihr seht schon, 204 Newtonmeter Drehmoment, 620 Kilo, 252 PS. Das Ding hat einen Sound, das Ding hat Grip, das Ding hat Force Feedback. Also man kann fast nicht glauben, dass es hier um einen Mod handelt. Und wie gewohnt, wir starten wieder vom hinteren Mittelfeld, von P17 diesmal, von 28 Autos. Setup habe ich jetzt im Training gar nicht viel gemacht. Die Reifendrücke leicht angepasst, wobei ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Wir fahren trotzdem. Aufhängung, hinten habe ich Federweg um einen Klick erhöht, Federwegbegrenzung um einen Klick erhöht, langsame Druckstufe vorne um einen Klick erhöht, Antriebsstrang, ja, das war's eigentlich. Aufhängung, Lenkeinschlag habe ich noch erhöht auf 28 Grad. 15 Minuten, 13 Runden, das könnte hinkommen, wer weiß, vielleicht geht uns wieder der Sprit aus, egal. Wir gehen direkt rein. Liegender Start, guckt euch das an. Der Klang, die Sitzposition. Also ich bin schon tatsächlich etwas geflasht und es geht ja schon los. Ne? Grün, man kann das Auto richtig schön rausdrehen. Ich versuche hier mal gleich nach innen zu gehen. Hier wird es richtig schön langsam. Müssen wir eng bleiben, damit wir früh aufs Gas gehen können und raustreiben lassen. Oh, ihr habt das jetzt nicht gesehen, ich habe es so gespürt, wir sind leicht driffend durch die Kurve gefahren. Hier müsste ein Lupfen möglicherweise ausreichen, aber Nachbremsen, gerade wenn so viele Autos noch in der Startphase vor uns sind, lohnt sich oftmals. Genau, hier werden wir es ebenfalls langsam angehen. Hier kommt schon die Schikane. Nicht einfach zu fahren. Oh, Junge, Junge. Was für ein Crash. Unser Auto sieht heil aus. Mal gucken, was wir noch rausholen können. Das Auto vor uns hat hier einfach diese Begrenzung mitgenommen. Hat noch die Motorabdeckung verloren. Also hier, obwohl es sich um einen Mod handelt, das sieht mega aus, das fühlt sich gut an. Das macht Spaß. Ich will gemeinsam mit der Community ballern. Genau mit diesem Auto. Und jetzt versuchen wir, ob ich wieder Anschluss kriege da vorne. Aber es sieht fast so aus. An die Bremse muss ich mich noch leicht gewöhnen. Nein, ich habe eindeutig Schaden auch, ein bisschen abkriegt. Beim Armbremsen spüre ich, beim Einlenken spüre ich es. Irgendwas läuft nicht rund. Boah! Driftend wieder durch die Kurve. Ich guck mal, ob wir da noch Anschluss kriegen da vorne. Wow. Doppelgelb. Überrascht mich jetzt gar nicht. Diese Strecke ist nicht einfach und die hatten wir gerade gelb. Entweder steht der hier immer noch oder schon wieder. Ich habe keine Ahnung. Aber wir kommen wieder ran. Irgendwie haben wir Schaden auf alle Fälle. Bei den Rechtskurven merke ich es, bei den schnellen Rechtskurven. Ich muss relativ früh einlenken, das muss ich zumindest mal probieren. Mal gucken, wie ich diese Kurve jetzt erwische hier. Diese rechte, die jetzt kommt. Ich
Okay, muss ich ein bisschen nachkorrigieren. Wow. Wow. Oh Gott, macht es Spaß. Streckenbreite ausnutzen, dann wird es auch schnell. Oh, die Schikane habe ich besser erwischt. Aber wo geht's hier zum Überholen ran? Oh Gott! Das, was ich hier gerade erlebe, habe ich in IMS 2 so noch nie erlebt. Die KI bleibt an der Seite, zieht nicht zurück. Ich blockiere und die KI fährt tatsächlich in diese Begrenzung rein. Das grenzt nach Arbeit. Das ist anstrengend. So, ich bin ein bisschen entspannt. Position 15. Kurz verschaltet, ich war sogar im ersten Gang drunten. Das macht man kein zweites Mal. Noch 9 Minuten und wir kommen wieder ran. Aber ein guter Exit. Ihr müsst es unbedingt probieren. Das Ding ist halt, nachdem das Auto so viel Grip hat, du kannst hier driften, du kannst mit dem Auto spielen. Du kannst so früh aufs Gas gehen, du kannst mit der Bremse arbeiten. Also selten hat mir das Rennfahren in letzter Zeit so viel Spaß gemacht. Come on. Ja, gerade der Sieg zum ersten Mal. Mittlerweile zum dritten Mal, glaube ich. Und? Oh, Junge. Let's go! Woo. Oh, wir sind in den Top 10 angekommen, aber das Ding ist eine lange Tour. Es geht noch 7 Minuten.
bin mir ganz sicher, inwiefern der Schaden hier meinen Topspeed rauft. Auto hinter mir. Boah, zwei, die scheinen sehr schnell zu sein. Absoluter Wahnsinn. Ganz leicht den Apex verpasst. Diese Abgrenzung erwischt. Nein, da ist rechts weg. Und, oh, was liegt weg? Oh. Sorry. Bin so geflasht. Okay, wir haben eine Motorhaube verloren. Schaden ist jetzt natürlich ein bisschen gewachsen. 5 Minuten haben wir noch. Jetzt habt ihr hoffentlich die letzten 5 Minuten ein bisschen mehr Freikampf-Action als gerade noch vorher. Wenn es gut läuft, kommen wir hier noch ran. Beziehungsweise wir sind fast dran. Aber reicht noch mit dem Topspeed? Kann das Auto noch liefern? Das ist wirklich Track Limits vom Feinsten. Ah, hier merkt man, hier fehlt der Grip. Also der Grip, hier fehlt einfach die Aero. Aber die fighten, Freunde, wir kommen nochmal ran. 4 Minuten haben wir noch. Das ist aber dann krass. Das macht so Laune. Ah, hier merkt man es. Untersteuern. Kommt relativ spät aufs Gas. Wenn man sich die Lenkung anguckt, man merkt auch, wie ich überlenken muss. Aber das Ding ist gleich durch, 3 Minuten. Ja, wir sind wieder dran. Wir sind aktuell P20. Ich glaube zwar nicht, dass wir vielleicht noch eine Position gut machen können. Hier spielt man das extrem, das Untersteuern. Aber leider das Mitfahren hier mit den Gegnern macht schon Spaß. Untersteuern. Egal. Knapp 2 Minuten.
Hoi, hoi. Hat man gesehen, weil Anbremse, Vorderreifen, hat blockiert, Angst, ging geradezu, nicht in die Kurve. Der Sprit sieht gut aus, 7,2 Liter haben wir noch. Muss ich noch auf den Motor achten. Oh, hätte nicht gedacht, dass ich den noch überhole. Und der vor mir hat auch hoffentlich sich an. Da hängt euch der Spoiler ein bisschen schief, habe ich das Gefühl. Ah, ich glaube, wir sind in der letzten Runde. Wow. Come on, baby. Flasher funktioniert nicht. Platz lassen. Ich glaube, er hat sich immer gedreht. Keine Ahnung, ob ich ihn vielleicht doch erwischt habe. P18. Ihr versteht, oder? Warum ich heute es noch zeigen musste. Boah, hat das Bock gemacht. Also, ganz ehrlich, das Rennen, das könnte jetzt noch eine. Könnte jetzt noch eine Stunde weitergehen. Ich müsste in die Box fahren. Auto ist jetzt nicht mehr top, so wie es aussieht. Hui, hui. Aber Junge, wie geil ist denn das? Dieser Klang, guckt euch das an. Der Grip, also die Autos liegen, was Feedback, die Umsetzung, einfach mega. Und dann die Strecke dazu, die Strecke ist holprig, die ist nicht zu glatt. Also man muss hier echt arbeiten. Kann ich nur empfehlen. Ein Mod, das Auto ist jetzt im Update vom 11. April, wurde es glaube ich gemacht, von Thunderflash, YouTuber. Der auch GT3 Modding gemacht hat, da findet ihr alles. Ich brauche eine Pause, ich brauche was zum Trinken. Das Rennen war noch 15 Minuten, aber ich bin durch. Schön, dass ihr wieder reinguckt habt. Also warte, das gucken wir uns noch an. Er hatte Platz. Oh, ja, der ballert auch gegen die Begrenzung. Das war der zweite oder der dritte, der gegen die Begrenzung ballert. Also hier dürfte die KI nicht wirklich schlau genug sein. Ja, schön, dass ihr dabei wart und das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen hoch da.
und oder ein Abo. Damit supportet ihr mich. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut, schönen Abend. Haut rein, Jungs und Mädels. Bis dann. Ciao. Mit Drift.